Herzlich willkommen. Ich bin Sabine Lütke, die Inhaberin der Augenschmiede, und ich möchte euch heute etwas über die Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse für Brillen und Kontaktlinsen erzählen. Seit Frühjahr 2018 gibt es eine Gesetzesänderung in Bezug auf Leistungen für Heil- und Hilfsmittel. Darunter fallen auch Brillen und Kontaktlinsen. Für diese Leistungen gibt es natürlich ein paar Grundvoraussetzungen. Um diese Leistungen in Anspruch zu nehmen, muss man zum einen natürlich in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sein und eine der drei folgenden Grundvoraussetzungen erfüllen. Als erstes: Es besteht eine Weit- oder Kurzsichtigkeit von 6 Dioptrien oder mehr. Zweitens, es besteht eine Hornhautverkrümmung von 4 Dioptrien oder mehr. Drittens, die Sehleistung mit Brille oder Kontaktlinsen ist weniger als 30%. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, für die diese Grundvoraussetzungen nicht gelten. Das sind zum einen Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Oder wenn Sehhilfen zu therapeutischen Zwecken verwendet werden müssen. Das kann zum einen sein, wenn jemand einen Schielfehler hat oder einen Keratokonus, Keratoplastik oder auch bei anderen Augenerkrankungen. Was muss man also tun, um die Leistung in Anspruch zu nehmen? Als allererstes, eine der Grundvoraussetzungen ist vorhanden oder eine der Ausnahmen. Ganz wichtig ist, man muss auf jeden Fall erstmal zum Augenarzt und sich ein Rezept ausstellen lassen für die Brille oder für die Kontaktlinsen. Wenn jemand schon mal eine Brille gehabt hat oder auch ein Rezept für Brille oder Kontaktlinsen, dann kann der Augenoptiker eine Folgeversorgung abrechnen, wenn sich die Sehstärke ab 0,5 Dioptrien verändert hat. Das heißt, man braucht dann nicht extra nochmal ein Augenarztrezept. Kunststoffgläser können unter folgenden Voraussetzungen abgerechnet werden. Das Kind ist noch keine 14 Jahre alt, dann sind Kunststoffgläser immer möglich. Ab dem 14. Lebensjahr nur, wenn das Kind noch zum Schul geht und die Brille auch zum Schulsport benötigt. Gläser ab 6 Dioptrien Weitsichtigkeit. Bei einem Brechkraftunterschied zwischen dem rechten und dem linken Auge von mehr als 3 Dioptrien. Das heißt, das eine Auge hat zum Beispiel eine Dioptrie und das andere hat 4. Dann können auch Kunststoffgläser abgerechnet werden. Und natürlich, wenn das aus medizinischen, anatomischen Gründen vom Augenarzt verordnet ist. Krankenkassen geben auch noch für Kontaktlinsen was dazu und da lohnt sich das schon, weil das sind so um die 70 Euro häufig pro Auge im Jahr, die die Krankenkassen dazu bezahlen. Da muss man aber auch natürlich noch ein paar zusätzliche Grundvoraussetzungen erfüllen. Kurz- oder Weitsichtigkeit ab 8 Dioptrien, Hornhautverkrümmung je nach Art und Lage ab 2 bzw. 3 Dioptrien, Brechkraftunterschied zwischen rechts und links ab 2 Dioptrien, Keratokonus oder Aphakie.